Mahlzeitfreunde. Ja, leidiges Thema, Waffenrechtsverschärfung. Heute mal ein Video speziell zu der Geschichte mit den Schreckschusswaffen. Es ist mittlerweile erschreckend, was da passiert. Und ich werde es genauso machen wie bei dem letzten Video über die Halbautomaten. Wir werden diese einzelnen Sachen, die wirklich aus diesem Referentenentwurf wichtig sind, uns gemeinsam anschauen. Ich werde die dementsprechend auch jedes Mal wieder einblenden und dann werden wir anschließend ein bisschen was dazu sagen. Was mir hier aber speziell wieder bei den Schreckschusswaffen aufgefallen ist, bei den 48 Seiten, ergibt die Chronologie, in dem die Schreckschusswaffen da bearbeitet werden, absolut keinen Sinn. Deswegen seht's mir nach, ich bin wirklich hingegangen und werde jetzt von oben bis unten im Referentenvertrag die wichtigsten Passagen, die den Schreckschussgebrauch oder die Schreckschusswaffen angehen, mit euch einmal durchgehen. Ja? Also ich habe das Ganze jetzt nicht noch chronologisch geordnet, weil ich wollte es nicht aus dem Zusammenhang nehmen. Deshalb bitte nicht wundern, wenn das eine oder andere Thema doppelt angesprochen wird, beziehungsweise die Reihenfolge etwas durcheinander ist. Ja? Das wird aber nichts am Ergebnis ändern. Wenn euch das Video hinterher gefallen hat, lasst bitte ein Like da, lasst auch ein Abo da. Und das Abo diesmal nicht nur für mich, sondern auch für euch, damit ihr in Zukunft auch regelmäßig Informationen, die ihr braucht, zu diesem Thema bekommt. Ich weiß, auch andere Kanäle machen ihre Videos dazu. Auch die bitte abonnieren. Ja, weil jeder sieht das aus einer anderen Sicht, jeder hat vielleicht noch Informationen, die der andere nicht mit drin hatte oder vielleicht anders formuliert, wie auch immer. Ja, also da würde ich mich drüber freuen und wer den Kanal auch weiterhin unterstützen möchte, da würde ich mich über eine Kanalmitgliedschaft genauso freuen, als wenn ihr unten den PayPal-Link einmal nutzen würdet. Aber wir legen jetzt erstmal los. Grundsätzlich müssen wir erstmal zu dem kleinen Waffenschein uns ein paar Sachen angucken, die in vielen oder viele Leute oder viele Besitzer von Schreckschusswaffen haben das entweder noch nie auf dem Plan gehabt oder das ist so ein kleines bisschen in den Hintergrund gerutscht. Nämlich, was darf ich mit dem kleinen Waffenschein überhaupt und was darf ich mit den Schreckschusswaffen und was darf ich nicht? Ja? Und das schauen wir uns jetzt mal an. Hier könnt ihr sehen, was generell zu Silvester gilt. Da heißt es nämlich, Feuerwerks- und Knallkörper dürfen nicht in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Fachwerkhäusern abgebrannt werden. Generell gilt die Erlaubnis des Abfeuerns nur für den 31. Dezember und den 1. Januar und nur für Personen ab 18 Jahren. Das Verschießen von Kartuschenmunition und pyrotechnischer Munition mit Schreckschusswaffen ist nur zulässig, wenn die folgenden Bedingungen eingehalten werden. Da haben wir einmal, es darf nur im eigenen befriedeten Besitztum oder wenn der Inhaber des Hausrechts zugestimmt hat, diese Waffe abgefeuert werden. Und auch nur dann, wenn gewährleistet ist, dass der pyrotechnische Effekt das befriedete Besitztum nicht verlassen kann. Das wird schon schwer. Und nur mit Erlaubnis erworbener Waffen und Munition, dementsprechend gekennzeichnet, PTB im Kreis bei den Waffen und der BAM-Kennzeichnung an der Munition und eben nicht in der Nähe von leicht brennbaren Objekten. So, meine Freunde, und jetzt komme ich nochmal zur Silvesternacht. Hier haben wir mal jetzt gesehen, was an Silvester gilt, was ich mit diesen Waffen darf und was ich nicht darf. Und jetzt halten wir uns mal die Bilder vor Augen, die wir alle in den Medien gesehen haben, was in Berlin unter anderem passiert ist. Ja, wo mit pyrotechnischer Munition aus einer Schreckschusswaffe in ein offenes Polizeiauto geschossen wurde. Stellt euch bitte mal vor, wenn ihr so einen Treffer als Person abkriegt. Ja, ich behaupte, da fackelt ihr ab. Da habe ich nicht einen Hauch einer Chance. Also, generell hat sich doch jeder erstmal, egal ob er einen kleinen Waffenschein hat oder nicht, in dieser Silvesternacht bei den bekannten Beiträgen in den Medien strafbar gemacht. Aber auch ausnahmslos jeder. Und warum wird da das geltende Recht nicht umgesetzt? Dann hätten wir das Problem nicht. Ja, zumindest was auf diesen Punkt bezogen ist. Hier sehen wir aber ganz klar, die Gesetze sind da, das Werkzeug ist da, die Möglichkeit ist da. Es wird nicht umgesetzt. Jetzt schauen wir uns mal an, was generell zu Schreckschusswaffen zu sagen ist. Und auch das blende ich euch mal ein. Generelles zu den Schreckschusswaffen. Wer seine Schreckschusswaffe im öffentlichen Raum nicht nur transportiert, also ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis, sondern führen möchte, geladen und schussbereit bzw. zugriffsbereit, benötigt einen kleinen Waffenschein. Aber auch mit dem kleinen Waffenschein ist das Schießen in der Öffentlichkeit grundsätzlich verboten. Mit folgenden Ausnahmen laut Waffengesetz. Nämlich bei Notwehr und Notstand. Bei Signalwaffen gilt das bei Not- und Rettungsübungen oder bei Mitwirkenden von Theateraufführungen. Abgabe von Staat Beendigungszeichen im Auftrag der Veranstalter bei sportlichen Ereignissen, bei dem Vertreiben von Vögeln in landwirtschaftlichen Betrieben, nämlich mit Vogelschreckmunition zum Beispiel, die ist aber auch eben erlaubnispflichtig. Und im befriedeten Besitztum mit Genehmigung des Inhabers des Hausrechtes. So, und auch da sehen wir, ich darf meine Schreckschusswaffe natürlich bei mir führen, wenn ich einen kleinen Waffenschein habe. Und das ergibt auch meiner Meinung nach Sinn. Weil warum kaufe ich mir in aller Regel oder gerade jetzt in den letzten Jahren eine Schreckschusswaffe? Doch erstmal aus dem Gefühl der vermeintlichen Sicherheit heraus. Da wollen wir aber auch gar nicht groß drauf eingehen, ob das einen Sinn macht, mit einer Schreckschusswaffe sich zu verteidigen oder nicht. Ja, Handhabung, regelmäßiges Training, was auch immer, das lassen wir jetzt mal völlig außen vor. Aber rein rechtlich ist der kleine Waffenschein dafür gedacht, dass ich die Waffe führen darf, schussbereit, zugriffsbereit, weil sonst würde es ja auch keinen Sinn ergeben. Das soll doch auch weiterhin so bleiben. Aber auch dafür hätte es keinerlei Verschärfung gebraucht. Den kleinen Waffenschein zum Führen kann ich noch mitleben. Aber was jetzt gemacht werden soll und was wir uns gleich anschauen, das halte ich für absoluten Blödsinn. Weil auch da muss ich wieder sagen, wären in der Silvesternacht die geltenden Gesetze umgesetzt worden, hätten wir dieses Problem gar nicht erst. Es ist einfach nur meiner Meinung nach die Hilflosigkeit der Politik, irgendeinen Blödsinn hier wieder zu produzieren, um der Bevölkerung, die sich mit dem Thema gar nicht beschäftigt, zu vermitteln, wir tun was und wir helfen euch. Anstatt mal zu hinterfragen, warum denn immer mehr kleine Waffenscheine beantragt worden sind und auch weiterhin beantragt werden. Ja, das sollte man sich doch mal vor Augen halten. Da muss doch im Sicherheitsgefüge irgendwas nicht mehr funktionieren, dass die Menschen immer mehr Bedarf haben, sich selber schützen zu wollen. Ja. Dass das eventuell was damit zu tun haben könnte, dass bei der Bevölkerung mittlerweile der Eindruck entstanden ist, dass der Staat mich nicht mehr ausreichend schützen kann, ja, das wird mal völlig außen vor gelassen. So nach dem Motto, schuld sind immer die anderen. Also, wie gesagt, das nur schon mal so zur Einleitung dieses Videos. Ich halte es also wirklich für blödsinnig. Aber gut, wir schauen uns jetzt mal an, was diese Waffenrechtsverschärfung denn vorsieht hinsichtlich der Schreckschusswaffen. Und bitte denkt nochmal dran, die Chronologie, die habe ich mir nicht ausgesucht, aber ich gebe sie 1:1 so weiter, wie sie im Referentenentwurf steht. So, und hier haben wir jetzt mal, oder wir schauen wir uns jetzt erstmal den ersten Part an, nämlich den Paragraph 58. Ich blende euch das kurz ein. Nach dem neuen Paragraph 58, Absatz 25, ist jeder, in dessen Besitz sich eine Schreckschussreizstoff oder Signalwaffe befindet, bis zum Ablauf des 31. Dezember 2025 verpflichtet, den Besitz bei der zuständigen Behörde anzuzeigen und einen kleinen Waffenschein zu beantragen, bei dem fortan auch die Sachkunde nachgewiesen werden muss. Dies gilt nicht für Personen, die eine Schreckschuss-Reizstoff-Signalwaffe bereits vor dem 1. Januar 2000 besessen haben. Paragraph 10 Absatz 4 Satz 4 schreibt nun auch einen kleinen Waffenschein für Armbrüste vor. So, also Fangen wir mal hier bei der Geschichte auch wieder vorne an. Ich habe also Zeit, wenn ich jetzt schon eine Schreckschusswaffe habe, bis zum 31. Dezember 2025 diese der Behörde zu melden. Alleine das ist ein Aufwand, der auch wieder nicht zu bewältigen sein wird. Das ist das Erste. Das Zweite ist die Sachkunde. Je nachdem, wie schnell diese Geschichte jetzt entschieden wird und wenn sie dann kommen sollte, wo oder wer hat sich denn schon mal Gedanken über die Waffensachkunde gemacht? Wo können wir denn sehen, was da gefordert wird? Wer soll die durchführen? Die Ausbildungsträger, die jetzt die normale Waffensachkunde anbieten, für uns Sportschützen zum Beispiel, ja, oder auch für Jäger, die werden sich freuen, denen sei es auch gegönnt, ja, dass da wieder Geschäft gemacht werden kann. Aber wer soll sich denn darum kümmern und vor allen Dingen, wer hat sich denn im Vorfeld schon mal Gedanken darüber gemacht, wie sowas überhaupt aussieht und ob das überhaupt durchführbar ist? Ja, das ist doch schon mal das, was mich persönlich da schon mal ein bisschen stört. Und dann kommt der nächste Punkt. Wie soll ich denn beweisen, dass ich meine Schreckschusswaffe schon seit oder vor 2000 hatte? Jetzt kann er natürlich sagen, klar, dann reichst du die Rechnung ein. Ja, Mensch, habt ihr noch? Wenn ihr wirklich zu dem Personenkreis gehört, wir haben jetzt das Jahr 2023, behaltet ihr 23 Jahre lang irgendwo eine Rechnung? Nein, mit Sicherheit nicht. Was ist, wenn ihr aus dem privaten Bereich von jemand anderem eine Schreckschusswaffe übernommen habt? Damals, zu dieser Zeit. Habt ihr da mit dem Kaufvertrag gemacht? Doch wohl auch weniger. Ja. Also, das geht schon mal relativ gut los. Aber er wird noch besser und wir gucken uns jetzt mal den nächsten Punkt an. Da haben wir einmal eine Änderung im Gesetz selber und diese Änderung sagt aus, bis zum Ablauf des, in Klammern, da wird eingesetzt, Datum des letzten Tages des 36. auf die Verkündung folgender Kalendermonats, also auf Deutsch gesagt, 3 Jahre, nachdem dieses Gesetz in Kraft getreten wird, ist jedermann, in dessen Besitz sich eine Schreckschuss-Reizstoff, Signalwaffe oder eine Armbrust befindet, verpflichtet, den Besitz bei der zuständigen Behörde anzuzeigen und gleichzeitig einen kleinen Waffenschein zu beantragen. Dies gilt nicht für die Personen, die Schreckschuss, Reizstoff, Signalwaffen bereits vor dem 1. Januar 2000 besessen haben. Ungenommen bleibt Personen, die im Besitz von Schreckschuss, Reizstoff, Signalwaffen oder Armbrüsten sind, die Möglichkeit, diese bis zum Ablauf, auch da wieder Datum, letzten Tag, 36. Verkündigung und so weiter, ja, also innerhalb von 3 Jahren, einen Berechtigten der zuständigen Behörde oder einer Polizeidienststelle zu überlassen. So, und jetzt mal ganz ehrlich, diese Regelung, diese Übergangsregelung, wenn man sie so nennen will, oder diese Schonfrist von 36 Monaten in diesem Fall jetzt erstmal. Da möchte ich meine persönliche Meinung mal zu sagen. 36 Monate, also 3 Jahre, sind sehr lang. Und 3 Jahre lang würde das Ganze für Unruhe sorgen. 3 Jahre lang würden die Behörden damit belästigt und überschüttet. Also ich finde auch diese Regelung sehr eigenartig. Über den zeitlichen Ablauf, ich weiß nicht, ob man sich da bei der Erstellung dieses Vorschlags hier, dieses Entwurfs, mal wirklich Gedanken gemacht hat. Weil ihr werdet gleich sehen, es gibt überall diese Übergangsfristen, die ja sehr gut sind. Aber diese Übergangsfristen gelten ja auch später für Halbautomaten und für die Gastschützengeschichte und was auch immer alles, ja. Versucht mal euch da so ein komplettes Bild von zu machen, ob ihr dann hinterher noch den Überblick behaltet, welche Frist wo gilt und vor allen Dingen, wie soll die denn umgesetzt werden. Aber wir schauen uns jetzt mal den zweiten Punkt oder den nächsten Punkt der Gesetzesänderung an. Personen, die bereits eine Erlaubnis zum Führen von Schreckschuss, Reizstoff oder Signalwaffen nach § 10 Absatz 4, Satz 4 in der Fassung der Bekanntmachung von und so weiter und so fort haben, sind verpflichtet, die Sachkundeprüfung für das Führen bis zum Ablauf, auch wieder, ja, Datum letzten Tages, 36. Monats und so weiter und so fort, also innerhalb von 3 Jahren, nachzuholen und dies der für sie zuständigen Waffenbehörde anzuzeigen. Auch hier bleibt wieder unbenommen diesen Personen, die sich im Besitz dieser Waffen befinden, innerhalb von der bekannten Frist die Waffen bei der Behörde abzugeben. Also, da sind wir jetzt mal beim Thema Waffensachkunde. Ich will jetzt nicht darüber debattieren, ob das Ganze sinnvoll ist oder nicht. Es geht jetzt hier nur rein um den Ablauf und um die Möglichkeit und um die Realität oder wie realistisch das Ganze ist. Jetzt gehen wir doch mal hin und da kann sich jeder seine eigene Rechnung machen und selber mal ein bisschen rumgoogeln, wie viele Schreckschusswaffen es in Deutschland gibt. Und wenn jeder davon diesen kleinen Waffenschein beantragen würde, ich glaube, dann wäre die Verwaltung erstmal flachgelegt. Ja, lahmgelegt, da wird nichts passieren. Und jetzt muss noch die Sachkunde gemacht werden. Auch da würde jeder Ausbildungsträger sich zwar freuen, aber der Zulauf, der dann auf ihn zukommen würde, der müsste auch erstmal bewältigt werden. Ja? Dazu kommt eben, dass die Behörde sich auch relativ schwer damit tut, neue Lizenzen für Ausbildungsträger hinsichtlich Paragraph 7 des Waffenrechts, also für Waffensachkunde, auszugeben. Ja? Ob sich da jemand drüber Gedanken gemacht hat, bin ich mir nicht so sicher. Gut, jetzt schauen wir uns mal den nächsten Punkt an, der da in dem neuen Entwurf steht und mal schauen, was sich daraus ergibt. Für die Beantragung einer Verlängerung des kleinen Waffenscheins werden gemäß dem Leitfaden Seite 53 20 Minuten geschätzt, Formulare ausfüllen 15 Minuten und Informationen an die zuständige Stelle übermitteln, dauert 5 Minuten, da die Antragstellenden bereits das Zeugnis über die geistige Eignung sowie die Sachkundeprüfung eingereicht haben und sich schon zuvor in die Rechts- und Beantragungssystematik eingearbeitet haben, entfallen hier die Schritte, wie sie noch unter dem einmaligen Erfüllungsaufwand auftauchen. Also, hier haben wir es einmal. Was mich extrem wundert, ist zum einen, fangen wir auch mal wieder oben an, dass hier von einer Beantragung der Verlängerung des Kleinwaffenscheins gesprochen wird. Aktuell im geltenden Recht verfällt der kleine Waffenschein nicht, wenn ich ihn einmal beantragt habe. Hier wird aber darüber gesprochen, den kleinen Waffenschein verlängern lassen zu müssen. In den ganzen 48 Seiten habe ich nicht einen einzigen Hinweis darauf gefunden, der darauf verweist. Sprich, wie lange dieser kleine Waffenschein in Zukunft gültig sein soll, wie das Ganze verlängert werden soll, wie das Ganze beantragt werden soll, das weiß ich nicht. Das habe ich nicht gefunden, aber vielleicht bin ich zu dumm. Wenn ihr da was gefunden habt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Meine Vermutung ist hier, dass auch hier wieder schlampig gearbeitet wurde und der kleine Waffenschein mit dem, in Anführungsstrichen, großen Waffenschein gleichgestellt bzw. verwechselt wurde. Weil eins wissen wir aus dem Waffenrecht, der eigentliche große Waffenschein, der hat eine bestimmte Gültigkeit und der muss verlängert werden. Aber vom kleinen Waffenschein war nie die Rede davon und ist auch in dem aktuellen Gesetz nicht die Rede davon. Und in dem 48-seitigen Entwurf habe ich nach mehrmaligem Durchlesen nicht eine Verweisung darauf gefunden. Also das ist schon wieder so ein Ding, finde ich heavy. Genau dasselbe, hier wird ja auch schon die MPU angesprochen, die natürlich dann auch wieder Pflicht ist. Nicht nur für jeden, der eine normale, legale Waffe, also eine scharfe Waffe beantragen möchte, sondern auch die Schreckschusswaffen und Armbrüste benötigen dann in Zukunft diese MPU. Ja? Also da wird uns schon mal generell als Bürger unterstellt, jeder, der eine Schreckschusswaffe, eine Armbrust oder auch eine Lang- oder Kurzwaffe im scharfen Bereich haben möchte, ja, uns muss man erstmal unter die Lupe nehmen, ob wir auch alle Tassen im Schrank haben. Ja, also wieder mal der Generalverdacht. Finde ich persönlich mittlerweile unverantwortlich und unmöglich. Aber gut. Ich würde einfach mal sagen, wir geben dieser Dummheit mal weiter, lassen diese Dummheit weiter ihren Lauf ziehen und wir gucken uns nochmal einen Punkt an. Der § 58 Absatz 26 schafft das für das Führen von Schreckschuss, Reizstoff, Signalwaffen eine Altbesitzregelung. Personen, die bereits eine Erlaubnis zum Führen haben, also sprich den kleinen Waffenschein, sind verpflichtet, die Sachkundeprüfung nachzuholen. Da wissen wir eben noch gar nicht, wie das überhaupt aussehen soll, wird auch nicht drauf eingegangen. Das Erfordernis der Nachholung der Sachkundeprüfung gilt auch für Personen, welche im Besitz einer Armbrust sind. So, also, auch da haben wir schwarz auf weiß, Armbrust gehört genauso dazu. Aber was soll uns denn diese Altbestandregelung hier eigentlich sagen? Ja, doch nichts anderes als die Leute, die schon eine Schreckschusswaffe haben, die auch einen kleinen Waffenschein unter Umständen schon haben, trotzdem nochmal eine Sachkunde nachweisen müssen. Jetzt frage ich euch mal, was macht ihr als legaler Waffenbesitzer, der schon eine Waffensachkunde hat, für seine Waffen, die er zu Hause im Tresor hat? Müssen wir dann nochmal eine gesonderte Waffensachkunde ablegen, die nur auf Schreckschusswaffen ausgelegt ist? Ja? Auch da wird nicht drüber gesprochen. Also da sieht man, das Ganze ist so unausgegoren. Und ihr merkt es ja auch an mir jetzt mittlerweile selber, ich reg mich da mittlerweile wirklich drüber auf. Ja? Deswegen, auch wenn ich mich mal manchmal hier verhaspelt habe bei den einzelnen Sachen, die wir uns angeschaut haben, dann liegt es wirklich daran, dass ich auch so langsam in dieser Hinsicht meine Ruhe verliere und da auch kein Verständnis mehr für habe. Aber das waren jetzt erstmal die Fakten, die sich bei den Schreckschusswaffen ändern sollen. Und auch, liebe Leute, ich sag's euch nochmal, nicht nur die legalen Waffenbesitzer. Hier dieses Video zeigt, dass auch die Armbrustschützen und die Sammler, Eigentümer oder Nutzer von Schreckschusswaffen mit uns in einem Boot sitzen. Und bitte nutzt die Möglichkeit des Briefgenerators des VDBs, an der Aktion teilzunehmen, damit wir so viele Briefe und Teilnehmer wie möglich da generieren können. In meinen Augen ist das mittlerweile die schlimmste Waffenrechtsverschärfung, die ansteht. Da war die Geschichte mit der Magazinbegrenzung und diesen ganzen anderen Dummigkeiten eigentlich Blödsinn gegen. Ja? Aber hier geht's wirklich um Existenzen und um unsere Daseinsberechtigung. Deshalb bitte, macht euch Gedanken, nutzt die Möglichkeit, euch an den verschiedenen Aktionen, Petitionen, wie Briefgenerator und so weiter und so fort zu beteiligen. Und wenn ihr die Information hilfreich fandet, lasst mir bitte ein Like und ein Abo da und vor allen Dingen teilt mir mal eure Meinung dazu mit, was ihr zu diesem Thema sagt. Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn jemand auf einem anderen Wissensstand ist, aber bitte fundiert aus diesen 48 Seiten des Referentenentwurfs, dann schreibt es mir auch bitte in die Kommentare. Ja? Für den Fall, dass ich wirklich ein Brett vorm Kopf habe und irgendwas hier falsch interpretiert habe. Bleibt gesund und munter. Haltet die Ohren steif, Kopf hoch. Da kommen wir irgendwie gemeinsam durch. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.